Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Die haben einfach mal meinen Fußballschuh geklaut und damit willkommen zu einer neuen Folge der Fußballschuh-News mit den neuesten Informationen aus der Welt der Fußballschuhe zu deinen Lieblingsstars. Heute geht es unter anderem um den neuen Lionel Messi Signature Schuh, der mich ziemlich verwirrt. Was da dahinter steckt, schauen wir uns genauer an. Außerdem die neuesten Informationen zu den neuen Nike Fußballschuhen. Und ihr habt es gehört, mein Fußballschuh wurde geklaut. Was dahinter steckt, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß bei der neuen Folge und let's go! Bevor wir reinstarten in die heutige Folge, ich hoffe, ihr habt es gesehen auf Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, findet ihr es natürlich unten verlinkt. Ich war ja am Wochenende in Dortmund, war im VIP-Bereich beim Stadion eingeladen, durfte mir das Spiel Dortmund gegen Leverkusen angucken. Das war schon mal auf jeden Fall ein absolutes Highlight, krasse Stimmung. Also Dortmund-Fans kann man eigentlich gar nichts Negatives sagen, was die für Stimmung abgeliefert haben. Überragend, auch einer meiner Lieblingsclubs in der Bundesliga, nach dem SC Freiburg natürlich. Aber das war schon sehr, sehr spannend. Was aber danach passiert ist, ist eigentlich das Entscheidende. Und zwar hatte ich nämlich die Möglichkeit, einen BVB-Spieler zu Hause zu besuchen, um ihm einen neuen Fußballschuh zu überreichen. Seid also auf jeden Fall gespannt. Sehr, sehr krass. Die neue Folge kommt am Samstag in einer Woche. Also noch knapp 2 Wochen müssen wir uns gedulden. Dann kommt ein richtig, richtig, richtig geiles Video. Mega coole Eindrücke. Sehr, sehr heftiger Schuh. Sehr cooler Spieler. Und diesmal ein bisschen anders. Habe ich mitgenommen ins Stadion und danach zum Dortmund-Spieler. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Jetzt aber rein in die heutige Folge. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News und direkt mit dem Thema Lionel Messi, der Adidas-Fußballspieler schlechthin. Ist natürlich ein absoluter Fokusspieler und wahrscheinlich mit Cristiano Ronaldo und Neymar so der entscheidendste Spieler im Fußballschuhsegment. Das heißt, der neue Adidas X Speed Portal kam ja raus. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, haben wir natürlich für euch auch schon getestet. Der neue Speed Boot von Adidas in diesem krass grünen Colorway. Weiterhin das Thema Geschwindigkeit und maximaler Speed auf dem Platz. Das heißt, neues Modell, damit auch Zeit für einen neuen Signature-Schuh für Lionel Messi. Und der wurde heute präsentiert, der brandneue Adidas X Speed Portal in der Lionel Messi Edition. Ich blende es euch mal ein in diesem weiß-roten Colorway. Die Zuschauer, die aktiv sind, wissen, den hatten wir schon in der letzten Folge der Fußballschuh-News. Jetzt ist es soweit, der Schuh ist draußen in rot-weiß mit dieser sehr auffälligen Schrift. Das Ganze heißt übersetzt, ich liebe den Ball, so ein bisschen Lionel Messis Art oder was ihm wichtig ist, am Schuh unterbringen, auch im Vorderfußbereich, ist nun mal das Wort, also übersetzt auch wieder unaufhaltsam, was so seinen Spielstil beschreiben soll. Das heißt, wie beim vergangenen Signature-Schuh sind hier so die Aspekte, die Lionel Messi wichtig sind, am Schuh untergebracht. Sieht aber auf jeden Fall deutlich, deutlich besser aus als die letzten Signature-Schuhe. Da muss man tatsächlich sagen, da war ich immer eigentlich sehr, sehr krass enttäuscht. Dieses Mal aber ein überraschend simples Modell, was ich immer sehr cool finde, wenn es jetzt nicht zu krass vollgeklatscht ist, wie beim letzten Mal. Sieht deutlich besser aus. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, aber trotzdem so ein bisschen skeptisch, was mich irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht richtig, feiere ich den Fußballschuh jetzt oder ist es eher nicht so meins? Ich bin mal gespannt, was ihr da draußen sagt. Wie findet ihr den neuen Lionel Messi Signature Schuh? Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Außerdem, den wird es natürlich auch wieder bei uns im Shop geben. Wenn ihr es nicht verpassen wollt und euch interessiert für diesen Fußballschuh, schreibt uns eine E-Mail, wie immer unten in der Beschreibung mit dem Betreff Adidas Speed Portal Messi oder Adidas X Messi, reicht alles völlig. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung mit dem Link, sobald der Schuh online ist, dass ihr euch den Schuh sichern könnt, bevor er ausverkauft ist. Bin aber auf jeden Fall gespannt, was ich da von euch zu diesem Schuh hören werde. Bin noch so ein bisschen verwirrt, das trifft es eigentlich ganz gut, ob ich den jetzt feier oder nicht ganz so cool finde. Bin einerseits positiv überrascht, aber andererseits haut es mich auch nicht so krass um. Lasst eure Meinung gerne mal unten in den Kommentaren da. Kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema, was auch mich persönlich betrifft, denn unser Fußballschuh wurde geklaut. Das ist kein Clickbait, sondern das ist tatsächlich so passiert. Ihr kennt natürlich mein Format Fußballschuh-Designs, wo wir für die Profis Schuh designen. By the way, ihr habt es im Intro gehört, bald ist es soweit. Neue Folge, neue Staffel steht an. Wir starten direkt rein mit einem Dortmund-Spieler. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern an den Schuh für Vincenzo Grifo. War für mich eine absolute Ehre, meinem Lieblingsspieler einen Schuh zu designen. Den haben wir damals überrascht mit dem Schuh, er wusste gar nichts davon. So konnten wir ihn komplett überraschen. Ich finde den Schuh auf jeden Fall sehr cool. Ist noch der Future 1.2. Sieht sehr stark aus, hat sich mega drüber gefreut. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Infokarte abchecken. Jetzt war ich aber auf Instagram unterwegs und habe zufälligerweise das Video gesehen. Ich blende es euch mal ein.
Und muss man doch ehrlich sagen, da ist doch eine gewisse Ähnlichkeit, vor allem weil auch die Innenseite 1:1 kopiert wurde von meinem designten Fußballschuh. Der wurde jetzt einfach geklaut, mein Design. Einerseits mega bitter, weil ganz ehrlich, dafür verdient man eigentlich sau viel Geld, wenn man so Designs entwickelt. Und da wurde nicht mehr Credit gegeben, sondern wurde einfach geklaut. Finde ich sehr, sehr schwach. Und zum anderen aber sehr krass zu sehen, wie krasse Wellen das Format mittlerweile schlägt, dass die Schuhe kopiert worden sind. Sie sind bei FIFA zu sehen. Vinicius Junior hat sie getragen. Da bin ich auf jeden Fall ultra stolz drauf. Habe ich natürlich auch euch da draußen zu verdanken, was für krasse Wellen das Ganze schlägt. Ich hoffe natürlich, ihr seid hyped auf die neue Staffel. Es wird sehr, sehr cool. Geht endlich wieder, wie gesagt, am Samstag in einer Woche los. Dann können wir endlich die neuen Schuhe präsentieren. Ich bin sehr gespannt. Neue Spieler, neue Schuhe. Es wird auf jeden Fall sehr wild. Und sehr krass zu sehen, dass hier einfach mal der Schuh geklaut wurde. Kommen wir zu einem Thema, das wohl nie aufhört. Erling Haaland und sein neuer Fußballschuh. Eigentlich sah jetzt alles danach aus, okay, er ist wohl bei Adidas. Hat im Training den Adidas X Speed Portal getragen, bei der Präsentation, bei dem Marketingmaterial. Überall war er mit dem Adidas X Speed Portal, haben schon viele geschrieben, okay, die Sache ist jetzt aber wirklich klar. So war es aber dann nicht, denn bei seinem ersten Premier League-Spiel am Wochenende, wo er gleich zweimal getroffen hat, ist er mit dem Nike Vapor wieder aufgelaufen. Sprich, zurück bei Nike, doch nicht Adidas und auch kein Puma. Es bleibt auf jeden Fall jetzt ziemlich spannend, wo er jetzt im Endeffekt hinwechselt. Eigentlich macht es für Adidas am meisten Sinn. Die brauchen wieder neuen Spieler, vor allem beim Adidas X. Da ist es nämlich Zeit, dass wieder ein neuer Spieler dazukommt und sie brauchen generell einen jungen Spieler. Das sieht bei Nike deutlich besser aus, sind breiter aufgestellt. Aber wie es hier wirklich im Endeffekt ausgeht, weiß keiner so richtig, außer vielleicht Haaland selbst. Wenn es da natürlich Neuigkeiten gibt, wisst ihr, auf diesem Kanal gibt es dann alle Infos. Was aber schon mal klar ist, er hat schon mal ordentlich in der Premier League eingeschlagen. Ein weiterer Transfer, der mich definitiv sehr, sehr krass überrascht hat, ist Paulo Dybala zu Rom. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich feiere den Spieler mega. Und wir sehen ihn hier mit seinem Adidas Copa Sense aus dem neuen Adidas Game Data Pack. Fällt am Fuß natürlich absolut auf, dieses neue Colorway in Gelb. Generell das ganze Adidas Pack ist ja ultra farbenfroh. Ich hoffe, ihr kennt es aus unseren Videos. Der Adidas Predator Edge, X Speed Flow und Copa Sense überzeugen hier mit sehr heftigen Farben. Für mich ein bisschen zu bunt, aber bei euch kam es relativ gut an. Auch die Schuhe sind natürlich unten verlinkt, falls ihr euch die sichern wollt. Aber das ganze Pack haben wir sowohl als Playtest als auch als Boxing, wo ihr nochmal alle Schuhe im Detail seht und auch wisst, was in der Optik steckt. Dazu gibt es natürlich dann das separate Video. Kommen wir noch zum Puma Ultra Ultimate. Den kennt ihr natürlich auch aus unseren Reviews und Unboxing-Videos. Der neue Speedboot bei Puma in diesem grünen Colorway, was ja Puma Ultra 1.4 ablöst und ab sofort Puma Ultra Ultimate heißt. Weiterhin Thema Geschwindigkeit, dieses Mal auch das Thema Stabilität am Schuh untergebracht. Was ist aber das Spannende? Es gibt jetzt auch noch ein passendes Trikot dazu, kann man zumindest so sehen, denn Kyle Walker zeigt uns hier den Puma Ultra Ultimate mit dem neuen Third Jersey von Manchester City und das kombiniert sich überraschenderweise sehr gut, könnte auch so ein bisschen die Idee von Puma gewesen sein. Sieht nämlich am Fuß dann auch passenderweise sehr gut aus. Das ist wie gesagt der neue Puma-Schuh. Falls ihr da mehr Infos haben wollt, checkt unbedingt unser separates Video aus. Einfach mal den Fußballschuh geklaut. Also ich komme da ehrlicherweise immer noch nicht ganz drauf klar. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen ärgerlich. Aber es zeigt natürlich, wie krass die Schuhe ankommen. Ihr habt es gehört, bald ist es soweit. Ich freue mich mega auf das neue Format. Und falls ihr in Zukunft keine Einblicke mehr verpassen wollt, wenn ich unterwegs bin und das Ganze anteaser, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Findet ihr natürlich unten verlinkt. Das war es dann auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Auf jeden Fall krass zu sehen, dass die einfach mal unseren Fußballschuh geklaut haben. Sehr, sehr heftig, was für Wellen das aktuell schon schlägt. Und ihr habt es gehört, es wird ja auch nochmal eine neue Folge sehr bald kommen. War sehr, sehr heftig, was wir dann dort erlebt haben. Seid also auf jeden Fall gespannt, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Ihr wisst, was zu tun ist, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bleibt ihr auf dem aktuellen Stand, unterstützt meine Arbeit damit enorm. Unser Ziel sind ja die 100.000 Abonnenten, macht ordentlich Welle. Sobald wir die, ja sag mal kurz vor 70.000 sind, ich glaube es fehlen noch 2.000 Abonnenten. Davor gibt es auf jeden Fall nochmal ein kleineres Gewinnspiel, habt ihr gehört, Vincenzo Kiefer unterschiedene Fußballschuhe und dann bei den 70.000 gibt es das nächste große Gewinnspiel. Deswegen macht ordentlich Welle. Vielen Dank für euren Support, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.